da freue ich mich, dass Eckart von Hirschhausen da ist. Herzlich willkommen. Guten Abend. So, ein Schirmherr. Ja, das müssen wir jetzt auch richtig machen. So, sehr schön. Ich hoffe, Sie lassen mich nicht im Regen stehen, auch mit Schirm. Herzlichen Dank. Ich nehme gerne diesen Ball auf. Und die Idee, die Krebshilfe und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und Sie alle hier mal vor der Nase zu haben, hat mich sehr gereizt. Ich möchte Ihnen vor allen Dingen Danke sagen. Ich möchte Ihnen Danke sagen dafür, dass Sie ein extrem dickes Brett bohren. Und für mich sind Sie alle Ehrendoktoren. Warum? Weil ich neulich als Professor Hetzer verabschiedet wurde. Der hat die Herzhandtransplantation in der Charité geleitet. Habe ich gesagt, liebe Kollegen, machen Sie sich nichts vor. Jeder Lehrer, der dabei hilft, dass ein Jugendlicher nicht anfängt mit dem Rauchen, hat für dessen Leben mehr Lebensjahre gewonnen als jeder Herztransplanteur. Das wollten die nicht hören, ich habe es ihnen trotzdem gesagt. Wer sind aber die Helden in der Medizin? Die Leute, die dramatische Eingriffe machen. Und ich sehe das, je länger ich aus der Medizin raus bin, genau umgekehrt. Für mich sind Sie die Helden der Medizin. Die Menschen, die an der Basis sind, die Menschen, die in Lebenswelten dazu beitragen, dass wir diese 70% der vermeidbaren Erkrankungen tatsächlich vermeiden. Und wenn wir hören, wie schlecht wir in Deutschland damit sind, in einem der teuersten Gesundheitssysteme in der Welt, da fasse ich mir immer mehr an den Kopf. Jeden Tag ist hier 1 Milliarde Euro unterwegs im Gesundheitswesen und maßgeblich eben zur Reparatur. Für die Prävention fehlt das Geschäftsmodell. Solange ein Mensch gesund ist, verdient keiner an ihm. Und das ist die Perversität, mit der wir jeden Tag kämpfen müssen. Das ist das dicke Brett. Und die Gegenseite, die dunkle Seite der Macht, ist bestens ausgestattet. Die haben die besten Werbeagenturen, die haben Milliarden. Ich habe gestern in dem Gespräch erfahren, dass jetzt Philip Morris mal locker 1 Milliarde Euro in eine Stiftung tut, um dieses rauchfreie Rauchen jetzt zu propagieren. Wie heißt es? IQOS, I Quit Ordinary Smoking. Das heißt also, die sehen schon ihre Felder davon schwimmen, aber sehen sofort sozusagen den nächsten Trend und sagen, na, dann machen wir damit Geld, Hauptsache der Rubel rollt. Das heißt also, wir sind so ein bisschen ein gallisches Dorf in einer Welt, deren Übermacht einen demotivieren könnte. Gerade wenn man vor 20 Jahren angefangen hat und denkt, Mensch, was haben wir denn erreicht? Ein Gedanke, den ich gestern hatte, kam mir, weil ich früher als Kinderarzt in der Kinderneurologie und Psychiatrie gearbeitet habe. Und bei den Frühchen, vielleicht haben Sie Hirschhausens Check-up gesehen, da habe ich das auch nochmal thematisiert, immer toll fand, dass man diese Fotowände hatte, wo man sah, was aus den Kindern geworden ist. Wenn man da um 400 Gramm aus dem Nest gefallenes Vögelchen kämpft, fragt man sich oft, was tue ich hier? Und dann reicht ein Blick auf die Tafel und dann siehst du, Mensch, Kevin kann jetzt Dreirad fahren, hätte ich gar nicht gedacht damals mit seiner Hirnblutung. Und die Sophie geht in die Schule und die Eltern waren bewusst genug zu wissen, diese Leute haben mir geholfen, denen schicke ich ein Dankeschön. Ich würde mir wünschen, dass Sie ein Dankeschön bekommen. Von den Kindern, denen Sie den Arsch, die Lunge und 10 Lebensjahre gerettet haben. Das ist gar nicht so einfach zu organisieren, datenschutzrechtlich. Da haben wir gestern auch rumgesponnen, wie kann denn das laufen? Man weiß ja nicht nach dem Schulabschluss, was aus denen wird. Aber das wäre doch das Spannendste. Was haben wir denn wirklich mit auf den Weg geben können? Und da zählt eben, wie wir aus der Hattie-Studie und vielen anderen pädagogischen Studien wissen, nicht die Wissensvermittlung, sondern es zählt maßgeblich die Motivation. Habe ich die Kinder begeistert? Habe ich sie dahin geführt, dass sie das Leben als ein Geschenk begreifen und ihren Körper auch heilig halten wollen. Ich glaube nicht an Abschreckung. Ich glaube an Ästhetik, ich glaube an Achtsamkeit. Wenn man Menschen einmal ihr Flimmerepithel gezeigt hat, wieder jede Lungenzelle wie in ein Weizenfeld jeden Tag hin und her, völlig ästhetisch, es ist ein Tanz von diesen Zellen, die den ganzen Tag versuchen, allen Dreck daraus zu halten. Wenn man das einmal gesehen hat, dann will man das nicht kaputt machen. Aber wir brauchen sozusagen die Ehrfurcht vor dem Leben als erstes und nicht, pass mal auf, Herzinfarkt, Lungenkrebs, erfrieren auf dem Balkon. Ich habe in der Kinderpsychiatrie gearbeitet mit Jungs, die S-Bahn-Surfen gemacht haben. Warum haben die das gemacht?
weil sie wussten, dass es gefährlich ist. Das wächst sich aus. S-Bahn-Surfen ist unter 50-Jährigen überhaupt kein Thema mehr. Da ist man froh um jeden Sitzplatz. Das heißt also, bei der Suchtprävention haben wir die allerwichtigste Aufgabe erledigt, wenn wir die Kinder, Jugendlichen und jungen Menschen bis 25 von Zeug weggehalten haben, was sie danach automatisch nicht mehr interessiert. Das ist das Fenster, in dem unser Gehirn so prägsam ist, so anfällig ist für diese Kicks. Und wo wir das ja auch suchen. Wir treffen uns an der Kirche. Warum? Ich bin Christ, ich bin gerne Teil einer Religion, die den Rausch nicht verdammt. Jesus hat Wasser in Wein verwandelt und nicht in Apfelsaftschorle. Das heißt also, der Rausch ist Teil unserer Kultur. Und ganz schnell ist man deswegen in so einer Spielverderber-Ecke, wenn man darüber aufklärt. Und das ist für mich eigentlich die spannendste motivationspsychologische Herausforderung in diesem ganzen Thema. Wie kommt man raus aus dieser Ecke der Moralisierenden, der ja, ich weiß doch, dass das nicht gut ist für mich und genau deswegen tue ich es. Wir müssen eigentlich den Jugendlichen andere Initiationsriten anbieten. In vielen Kulturen der Welt gibt es irgendein klares Signal, bis hierhin bist du Kind, ab dann bist du erwachsen. Was hat unsere Kultur erfunden? Die Peer Group. Gucken Sie mal in Stammeskulturen. Wie machen die das? Da wird dann ein Kind einer Gefahr ausgesetzt, muss in den Wald oder muss springen oder muss 3 Tage irgendeine Aufgabe erledigen und danach ist klar, jetzt bist du erwachsen. Und unsere Kultur lässt es zu, dass wir planlose Jugendliche über 5 Jahre meinen, am besten zu fördern, indem wir sie mit exakt genauso planlosen Jugendlichen rumhängen lassen. Es fehlt sozusagen das Gefühl von Mentoring, von Erziehung, von Respekt vor den Generationen und der Idee, dass man Wissen weitergibt. Und dass die dann Dinge ausprobieren, das ist ja völlig klar. Sollen sie auch, dürfen sie auch. Aber wie kriegen wir da sozusagen die Freude, wie kriegen wir den Humor, wie kriegen wir eine Leichtigkeit da rein? Denn ich glaube tatsächlich, Menschen verändern sich nicht durch Druck. Maßgeblich werden sie trotzig, wie ein kleines Kind. Das nennt sich Reaktanz in der Psychologie. Geben Sie einem 4-jährigen Kind Schachtel Buntstifte und sagen Sie ihm, du darfst alle Farben nehmen, außer Gelb. Ich wollte da aber gerade Gelb. Und das Tolle ist, das funktioniert mit jeder Farbe und in jedem Lebensalter. Machen wir uns nichts vor. Wir machen das Rauchen interessant dadurch, dass wir ständig darüber reden, wie gefährlich es ist. Welchen positiven Einfluss kann denn so eine Peer Group haben? Maßgeblich den, dass sie sowieso sozusagen zeitgemäß immer unattraktiver werden, die Raucher. Als ich noch zur Schule ging, da war die Raucherecke sozusagen eine Adelung. Da waren die Coolen, da waren die Sitzenbleiber, die schon älter waren und nicht die Hellsten, aber das zählte damals nicht. Die hatten Muskeln, die hatten Busen, die waren cool. Das hat sich von alleine geändert. Welchen Anteil daran B-Smart und die Krebshilfe und die BZGA hat, ich wünsche es. Es wäre leicht, das nachzuweisen. Wir dümpeln alle in einem Pool mit sehr wenig Evidenz. Da müssen wir uns auch klar drüber sein. Weil es halt verdammt schwer ist. Man kann nicht die Menschen über 20 Jahre verfolgen und dann nochmal 20 Jahre. So lange gibt es keine Doktoranden. Und es gibt inzwischen ein paar Langzeitstudien, ich bin auch bei Klasse 2000 in der Schirmherrschaft, nicht sozusagen in Konkurrenz, sondern ich habe vielmehr die Vision, dass all diese tollen Initiativen, die es gibt, auch mal gucken, was ist denn der wirksame Bestandteil und wo können wir uns ergänzen. Und das passiert in Deutschland viel zu wenig. Es gibt so viele gute Ideen. Und ich habe neulich auf dem Schulleiterkongress auch gesprochen. Es gibt ja immer den Streit, brauchen wir ein Schulfach Gesundheit? Brauchen wir anderes Lehrertraining, damit die da sind, das besser übermitteln und so weiter und so fort? Und da haben die Schulleiter eine klare Rückmeldung gegeben. Bevor ihr uns noch mehr Inhalte, die wir vermitteln sollen, aufdrückt, nennt mir mal 3, die ich dafür weglassen kann. Das heißt also, die Situation in den Schulen in den letzten 20 Jahren hat sich ähnlich wie in den Gesundheitsberufen auch verdichtet. Die Schulen ächzen unter dem, was ständig an Reformen kommt, an neuen Inhalten, an mehr Druck, mehr Leistungserwartungen.
Und das, was die Medizinstudenten auch schon immer umtreibt, nämlich ist das prüfungsrelevant, das fängt jetzt auch schon in der vierten Klasse an. Und wenn Nichtraucheraufklärung nicht prüfungsrelevant ist und nicht dazu beiträgt, ob ich nun mein Kind auf diese oder diese Schule führen kann, dann muss man verdammt motiviert sein, um das aufrechtzuerhalten, zu sagen, nee, das zählt für dieses Kind viel mehr, als wenn ich ihm jetzt noch binomische Formeln beibringe, nach denen ich die letzten 30 Jahre nie gefragt wurde. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde es absurd. Ich bin 13 Jahre auf eine deutsche Schule gegangen, was ich über punische Kriege lernen sollte. Ich hätte lieber was über Panikattacken gelernt. Seelische Störungen sind die häufigsten Störungen des Menschen, hängen eng mit Sucht zusammen. Wie ist mein Selbstbewusstsein? Wie ist meine Depressivität? Womit tröste ich mich? Was habe ich gelernt sozusagen an Mustern, wie ich mir meine Stimmung selber machen kann? Und wir lernen darüber nichts systematisch. Das ist absurd. Und deswegen sehe ich eben diese Initiative in einem viel größeren Kontext, wo es darum geht, Gesundheit eben nicht mit dem Zeigefinger und dem Drohen und der Angst zu verbinden, sondern mit Lebensfreude, mit Positivität, mit dem, was wir in den letzten 20 Jahren eben auch herausgefunden haben in der positiven Psychologie. Und das ist phänomenal, wenn wir wissen, wie sozusagen es keine bessere Prävention gibt, als das Gefühl, ich fühle mich wohl in mir, ich bin beziehungsfähig, ich kann Streit lösen, ich kann Konflikt lösen, anders als zurückzugreifen auf diese sehr regressiven Dinge wie Alkohol und Zigaretten. Wer von Ihnen raucht denn selber? Einer bekennt sich. Sie dürfen jetzt einmal am Nachbarn schnuppern. Wir machen mal eine kurze Doppelblindstudie, machen alle die Augen zu. Wo sitzen die Raucher? Einer, haben Sie schon mal selber darüber nachgedacht, aufzuhören? Ja? Nö. Das ist ja mal eine ehrliche Aussage. Gibt es denn jemand, der früher mal geraucht hat von Ihnen? Das sind für mich die authentischsten Botschafter, weil sie wissen, wie sich das anfühlt. Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben? 15. Und wann haben Sie aufgehört? Mit 19, okay. Und jetzt sind Sie? 28. Und nie wieder zurückgegangen? Toll. Weil das sind eigentlich die spannendsten Botschafter, nämlich die, die wissen sozusagen, wie man huckt wird, wie man sozusagen drauf reinfällt und wie man davon wieder loskommt. Be Smart hat ja den klaren Fokus, fang erst gar nicht an. Aber wir haben auch darüber nachgedacht gestern, wie man eigentlich das noch mehr fokussieren könnte auf die Hochrisikogruppen. Ich engagiere mich sehr für die Pflegeberufe. Ich habe eine Stiftung, Humorhaft Heilen, die Maria Blei ist da auch heute hier. Wir machen zum Beispiel Seminare für Pflege deinen Humor, also für Resilienzförderung, mit Theaterprogrammen, mit wie gehe ich authentisch in Kontakt, wie sorge ich dafür, dass ich den Stress nicht mit nach Hause nehme. Also Zeug, wo ich denke, Mensch, warum hat man das nicht in der Schule gelernt? Es ist alles da, es ist alles verfügbar und es findet nicht statt. Also dorthin, wo es am nächsten an den Patienten, aber auch an die Leute geht, die die härtesten Jobs haben. Und Raucherquote in Altenpflegeschulen 60% aufwärts. Das ist für mich auch immer ein gutes Beispiel, zu verstehen, wie es nicht um Kognition geht, sondern um Motivation. Als ich Pflegepraktikum machte, haben auch alle Schwestern geraucht. Und mir war auch schlagartig klar, warum, als ich einmal im Schwesternzimmer saß, als die Klingel ging. Denn dann guckten alle in der Kurve, wer hat denn gerade keine Zigarette in der Hand? Und alle guckten auf mich. Und dachten, Eckart, kannst du mal gerade rennen? Ich rauche gerade. Was sagst du da? Ich atme gerade? Ist kein Argument. Das heißt also, das hatte nichts mit den Inhaltsstoffen, auch nicht mal mit dem Dopaminsystem zu tun. Es war einfach nur Sozialpsychologie für Anfänger. Wer raucht, schafft um sich einen Kokon, schafft eine Insel der Glückseligkeit, schafft eine räumliche und spirituelle Distanz zu der Welt, die uns fordert, die uns anstrengt. Und wir müssen diese Bedürfnisse ernst nehmen. Der Nichtraucherschutz hat ja dazu geführt, das ist für mich eigentlich eine versteckte antidepressive Lichttherapie. Warum sind die Raucher besser drauf? Weil die jeden Tag Bewegung haben, die gehen die Treppen, die haben frische Luft, die haben sozialen Kontakt, die haben Sonnenlicht, UV, all das, was uns gute Laune macht, ja? Und die Nichtraucher machen die Arbeit.
und die werden stinkig und irgendwann denken, ach komm, dann komme ich mal mit. Ja? Und in der Raucherecke werden wenig Äpfel gegessen. Machen wir uns nichts vor. Das heißt also, wir müssen kapieren, welcher Kontext hält das Verhalten aufrecht. Und wenn man das mit Reflexion verbindet, kapiert man, ach, ich könnte mir theoretisch diese Bonbons auch gönnen ohne die Zigarette. Die hängen damit gar nicht zusammen. Ich könnte die auch. Ich habe ja viel Kabarett zu diesem Thema gemacht und ich würde Ihnen am liebsten hier die Nummer vorspielen, aber ich habe es anders gemacht. Ich bringe Ihnen die CD und die DVD heute als Geschenk mit und Sie gucken sich das in Ruhe an und wenn Sie Lust haben, können Sie das gerne auch in Ihren Kontexten mit einsetzen, weil es automatisch Spaß macht zuzugucken. Ich habe da so einen Streit zwischen Dopamin, Serotonin und Adrenalin inszeniert, wo sozusagen die verschiedenen Belohnungssysteme im Hirn miteinander streiten, was ist jetzt wichtig und so weiter. Also nutzen Sie das, nutzen Sie kreative, humorvolle Wege, auf das Thema aufmerksam zu machen. In dem Kontext würde ich nämlich auch meine Schirmherrschaft gerne sehen, dass ich Sie unterstützen möchte, darin erstens wieder mit der Fröhlichkeit und der Motivation eines Anfängers an dieses Thema ranzugehen, dieses Beginner's Mind, das verliert man nach 20 Jahren. Das hat man nicht über so lange Zeit. Das ist wie beim Verliebtsein. Ja, man ist euphorisch und dann merkt man doch nicht alles toll und dann schlafft man ab. Und das heißt auch, dass wir 50% der Lehrer, die es schon mal gemacht haben, wieder eigentlich gewinnen müssten, weil die irgendwann mal das gemacht haben und offenbar nicht so überzeugt waren, dass sie damit weitergemacht haben. Wir müssen uns mehr kümmern um die 25% der Schulen, die sich zwar anmelden, aber nicht mehr zurückmelden. Also die, die entweder tatsächlich mehr Raucher haben, als für den Wettbewerb auf der Kippe steht, oder eben andere Themen wichtiger wurden. Das heißt also, zu identifizieren, wie holt man die verlorenen Schäfchen wieder zurück, wäre für mich eine spannende Aufgabe. Und zu überlegen, auch wo sind die Hindernisse in den Schulen überhaupt wie Smart on Start reinzuholen. Weil viele hier im Raum viel näher an der Praxis sind als ich, bitte ich Sie einmal, sich kurz hinzustellen und einem Menschen vor und hinter Ihnen zu sagen, warum Sie heute hier sind, was Sie motiviert, dabei zu sein. Sie sind heute früh aufgestanden, von woanders auch gekommen. Also Sie sind nicht die Leute, die das Problem haben. Also erzählen Sie einem Menschen einen Erfolgsfaktor aus Ihrem eigenen Leben, aus Ihrem eigenen Tun und dann einen Wunsch, was Sie sich für Be Smart für die nächsten 20 Jahre wünschen und vielleicht sogar auch für das Jahr, in dem wir jetzt hier zusammenkommen. Los geht's, ab geht's. Jetzt bin ich aber sehr neugierig. Ich wollte das nur anregen. Offensichtlich ist das Bedürfnis groß und Sie haben viel zu erzählen. Wie Heidun Theiss auch gesagt hat, viel, viel Spannendes passiert heute in den Pausen, passiert in der Vernetzung, passiert in Seminaren, wo Sie vor allen Dingen das Gefühl kriegen sollen, Sie sind nicht allein. Und es gibt überall gute Ideen, die man klauen darf. Wer hat jemanden gehört, der ihn überzeugt hat, dass er heute hier richtig ist? Wer würde das über seinen Nachbarn sagen? Der ist, ja? Was haben Sie gehört? Ja, ich habe was von einer Kollegin gehört, die seit 20 Jahren dabei ist und das finde ich großartig. Ja, motiviert mich noch einmal mehr. Ich bin auch schon sehr lange dabei, aber da machen wir jetzt wieder einen Neustart. Sehr gut. Also vor allen Dingen auch im Kollegium das Gefühl haben, Mensch, wie bist du mit der Situation umgegangen? Wie bist du mit der Situation umgegangen? Kriegst du da auch YouTube-Videos rein, die für diese Zielgruppe vielleicht spannender sind als irgendwie Folien, die auch 20 Jahre alt sind? Das tolle Overhead-Set hat ausgedient, machen wir uns nichts vor. Wer hat noch eine Motivation? Hier, Sie sind noch nicht 20 Jahre dabei. Das war jetzt ein Kompliment. Tag. Ich habe gerade meine Biolehrerin wieder getroffen. Ach echt? Ach echt? Haben Sie ihr schon Danke gesagt? Ich habe sie gerade erst erkannt. Aber mach es gleich. Das meine ich. Und was hat sie Ihnen beigebracht? Offensichtlich haben Sie es geschafft, Ihre eigenen
Vorlieben, Interessen, Begeisterung auf sie zu übertragen, oder? Das ist ein tolles Beispiel. Ja, anscheinend. Also immer, wenn ich an Bio denke, denke ich tatsächlich an sie, weil ich das, glaube ich, immer irgendwie bei ihnen hatte, sowohl in der 5. Klasse als auch in der Oberstufe. Und ich bin jetzt selber Klassenlehrerin schon seit 3 Jahren. Meine 6. Klasse hat das letztes Jahr auch super gemacht. Und von daher bin ich froh, hier zu sein und auch mit Leuten zu reden, die halt schon länger Erfahrung haben als ich. Wo ist das? In Schwalberg. Und jetzt bin ich in Gratingen. Ist ja gar nicht so weit weg. Also, eine Möglichkeit der Schirmherrschaft, die zu leben, wäre eben auch, in Schulen zu gehen, wo das gut läuft und da zum Beispiel mal mit den Schülern irgendwie mal eine Stunde zu verbringen oder so und vor allen Dingen sich abzugucken, was gute Leute richtig machen. Wir lernen Kunst durch Imitation. Wir lernen es nicht aus Büchern, sondern lehren, begeistern, kann man nur lernen von Leuten, die es gut machen, und das ist oft implizites Wissen. Sie könnten selber gar nicht sagen, was Sie richtig machen. Aber wenn ich bei Ihnen hospitieren würde, würde ich automatisch davon profitieren. Schön, das ist ja Ihr Traumkombi. Und Maria Stolberg kommt auf die Liste von den Schulen, die wir mal besuchen müssen. Und wenn ich dann wüsste, wo es ist. Der zweite Aufschlag war zu sagen, was wünschen Sie sich, was brauchen Sie, wo drückt der Schuh, wo klemmt's? Wo wäre es schön, noch mehr zu haben? Hier, unser, wie heißen Sie? Ralf. Ralf, ja. Ralf, dürfte ich mir einmal Ihr Jackett leihen? Das stimmt nicht, weil ich nur zweimal... Sie tranken es nur zweimal im Jahr, immer bei den offiziellen Veranstaltungen? Weil ich nur 2 Zigaretten am Abend rauche und den Genuss gönne ich mir. Ich bin einer von denen, die das nicht steigern. Das ist schon mal gut. Ja. Und Sie sind ein freier Mensch. Sehr gut. Und wie lange machen Sie schon B-Smart? Ich selber habe es nur einmal mit meiner Klasse gemacht und die Kollegin, die vor mir die Drogenprävention an unserer Schule gemacht hat, die hat es auch oft gemacht. Und die ist aber jetzt im Sabbatjahr und ich habe jetzt den Job übernommen und wollte mich dann gleichzeitig mal ein bisschen schlau machen, dass ich ein bisschen mehr weiß als meine Kollegen. Gut. Haben Sie schon einen Wunsch entwickelt, wo Sie glauben, Mensch, B-Smart könnte sich da updaten, könnte da ein bisschen moderner, ein bisschen hipper werden? Also ich habe es, glaube ich, vorletztes Jahr in meinem 6. Schuljahr gemacht und habe nur so gemerkt, diese Abfrage, meine Schüler rauchten tatsächlich scheinbar alle nicht. Jedenfalls, das war alles immer ganz einfach, hat jemand geraucht oder nicht, das alles abfragen, das nachher habe ich mich gar nicht mehr getraut zu fragen, weil das war so eindeutig und es schien mir auch ehrlich zu sein. Das war irgendwie so ein bisschen... Ich fand es nicht so effektiv. Ich habe es dann auch im 2. Jahr nicht wiederholt. Das ist aber ein wichtiger Hinweis. Also wenn der gesellschaftliche Trend sowieso dahin geht, dass diese 10% gar keine schwierige Hürde mehr sind, dann verliert dieser Wettbewerb an Kitzel. Das heißt, also wir müssten darüber nachdenken, ob wir jetzt 5% sagen. Irgendwann ist nur noch ein halber pro Klasse. Aber wir könnten das natürlich auch ausweiten. Wie kommt man eigentlich an die Eltern, an die Vorbilder der Kinder ran, über die Kinder? Wenn man zum Beispiel fragen würde, wer wohnt denn in einem Haushalt, wo jemand raucht? Wenn man fragt, wer hat einen Onkel, wer hat eine Tante und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wo man sagt, Onkel, ich brauche das für die Schule, hat man ein ganz anderes Entree, als wenn man sagt, machst du das so. Also das wäre zum Beispiel auch noch ein Impuls, sozusagen diesen Gedanken von Heidrun Theis, nämlich takes a whole village. Das sind die Vorbilder, das sind die Situationen und so weiter und so fort. Also die Kinder dann, wenn sie selber schon überzeugte Nichtraucher sind, fit zu machen, zu sagen, mit welchen Momenten, also ich hatte auch so eine Tante, die raucht, und der haben wir als Kinder das echt schwer gemacht. Aber sagen Kinder nimmt man das überhaupt nicht übel. Das heißt also, diese Idee, auch ich unterstütze auch gerne diese Kampagne Rauchfrei im Auto, oder der nächste Schritt wäre zum Beispiel auch dafür zu sorgen, dass Kinder nicht mehr rechtsfrei sind, wenn sie im Mutterleib sind. Wenn die Kinder da geschädigt werden, müsste es irgendeine Form geben, die zu schützen davor, dass sie mit Alkohol, mit Zigaretten, mit anderen Drogen geboren werden. Ich habe diese Frühchen immer noch vor Augen, die dann zittern, über Stunden, weil die sozusagen auf Entzug sind und die können nichts dafür, die müssen wir auch schützen, und indem wir den jungen Mädchen zumindest sagen, kein Schluck Alkohol und keine Zigarette in der Schwangerschaft, das ist sozusagen Minimum gesellschaftlich. Ralf, ich will einen kleinen Zaubertrick noch mit Ihnen machen. Rauchverbot auf dem Balkon, ne? Darüber streite ich mich gerade, weil unsere große Tochter einen Freund hat, der raucht. Nee, ich wollte nur eine kleine Demonstration mit Ralfs Jackett machen. Zum Abschluss will ich Ihnen nämlich noch einen Zaubertrick verraten. Ich bin im magischen Zirkel, ich war mal deutscher Meister. Und
glaube, dass die Zauberei tatsächlich ein tolles Medium ist, womit man auch in der 6. und 7. Klasse die Jungs auch mit ins Boot holen kann. Und jetzt habe ich sogar Zigaretten mit. Ich bewundere jeden Raucher, der anfängt. Ich könnte das wirklich nicht mehr. Aber wenn ich rauchen würde, dann würde ich nicht so rauchen, sondern so. So lange inhalieren, bis alles resorbiert ist. Ich zahle auch nicht so viel Geld und andere rauchen umsonst passiv mit. Clown-Trick Nummer 1, den ich Ihnen gerne empfehle. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist so erschreckend banal. Sie müssen einfach nur pusten statt ziehen. Dann limmt das nämlich vorne auf. Das tut es, wenn man zieht, aber es tut es auch, wenn man pustet. Sie sehen kaum den Unterschied. Zweiter Trick. Unsere Natur hat es so eingerichtet, dass man den Mund zu haben kann und einfach locker durch die Nase atmen und die Leute denken, man hält die Luft an. Das ist total einfach, machen Sie mal. Und alles, was Sie jetzt noch tun müssen, ist ein bisschen das Kind in sich entdecken und ein bisschen spielen, es macht Spaß, ja? Zack, erster Trick. Und zweiter Trick ist, mit der Zigarette, dann die auszudrücken im Jackett. Ralf, jetzt haben Sie ein Smoking. Sehr komisch am Englisch. Ich gucke nochmal auf die Pflegehinweise. Keine heiße Asche einfüllen, Mensch, da steht's ja. Und dann, wenn man das mit einem geliehenen Jackett macht, kann man wunderbar immer fragen, Mensch, warum machst du dir gerade um dieses Jackett für 100 Euro mehr Sorgen als für deinen unbezahlbaren Körper? Ja, und zack, hat man sozusagen den Link. Und dann sage ich, ich habe einen Zaubertrick, die Zigarette verschwinden zu lassen und ich helfe dir gerne, auch in deinem Leben die Zigaretten verschwinden zu lassen. Ja? So. Und auch wenn ich dafür im magischen Zirkel gesteinigt werde, ich verrate Ihnen auch, wie das geht. Sie brauchen dazu dieses Requisit. Das heißt, Daumenspitze, das gibt es im Scherzartikelladen, kann Sie auch bei Amazon kaufen. Es ist total einfach, diesen Trick vorzuführen. Und den hat man vorher heimlich in der Hand, sozusagen. Wenn man dann sozusagen ein Loch macht in dem Jackett, lässt man die da drin. Das ist wie so ein mobiler Aschenbecher. Man kann dann die Zigarette da reinstopfen, stopft einmal nach, klaut das Ding, tut das Feuerzeug weg, entsorgt und der Rest ist Brimborium machen und Pädagogik. Also dafür würde ich gerne Sie begeistern. Wir könnten ein kleines Lehrvideo machen, was nur für Lehrer ist. Wir könnten Ihnen ein Video machen für die Schüler. Wir könnten Ihnen ein Video machen, wo wir sagen, B-Smart sozusagen einmal vorstellen, wo wir 2-3 Minuten vorneweg sozusagen die Klasse Prime auf den richtigen Weg bringen und Sie dann einen leichteren Start haben in das Thema. Eine letzte Vernetzung möchte ich noch anregen. Hier ist Titus Brinker, ein ärztlicher Kollege, komm mal gerade zu mir, weil viele nicht wissen, was du aufgebaut hast und zwar völlig ohne fremdes Geld und völlig ohne externe Motivation. Ich frage mich immer noch, wie du das neben deinem Studium gemacht hast. Du bist jetzt Arzt in Essen. Du hast Medizinstudenten so ausgebildet, dass sie in Schulen auch gehen können. Wie ist dir das gelungen? Ja, also als Medizinstudent ist man ständig mit chronisch Kranken konfrontiert. Man geht ins Studium, denkt, man kann alle heilen. Man ist irgendwann ein super Arzt, der irgendwie alle Menschen retten kann. Man träumt so vom Superhelden in Weiß. Und nach dem ersten Semester merkt man, die meisten sind chronisch krank und werden nie wieder was. Also motivieren braucht dich gar nicht mehr so viel. Die Medizinstudierenden sind alle selber sehr motiviert, was zu machen. Und dieses Schlüsselerlebnis, einfach mal mit einem Patienten mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, dem man wirklich nur noch eigentlich sagen kann, sie hätten nicht rauchen sollen, aber wir können sie nicht mehr heilen,
Und dann im Klassenraum, selbst wenn ich einen halben Schüler nur kriege, erreiche ich mehr in meinen 2 Stunden Freizeit als 2 Stunden lang auf der COPD-Ambulanz, wo ich eigentlich nur noch palliativ quasi tätig bin. Und also ich würde ja auch davon träumen, dass das sozusagen Schüler mal bei der COPD-Ambulanz mal hospitieren. Zumindest, dass man auch das in einem Film mal zeigt und auch die Leute, die sagen, ich bereue es wirklich. Ich war nicht cool, ich war abhängig und jetzt zahle ich einen verdammt hohen Preis in der Lebensqualität meiner letzten Jahre. Was wäre dein Wunsch? Du hast 2 Apps gemacht. Wer von Ihnen kennt Smokerface? Boah, ist gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Das ist das Face hinter Smokerface. Du hast das selber, die Idee gehabt, du hast das selber investiert. Smokerface ist inzwischen kostenfrei überall erhältlich. Das wäre für mich eine Neuerung und wir haben gestern auch darüber gesprochen. Du sagst, die Jugendlichen sind heute eitler als früher. Aussehen spielt eine größere Rolle. Das heißt, diese Idee, Mensch, du bleibst hübscher, über diese Veränderungen, die man dann bei Smokerface sieht, so siehst du aus, wenn du weiter rauchst, so nicht. Und was ist deine zweite App? Die zweite App heißt Smoker Stop und die ist auch für Jugendliche gemacht. Wir wollten einfach so ein bisschen mehr Evidenz in die Tabakentwöhnung reinbringen, einerseits, andererseits auch ein bisschen positiver entwöhnen. Also viel Entwöhnung ist ja über Schockbilder und so. Und diese Smoker Stop App ist auch kostenlos und ist quasi so ein Kumpel im Prinzip vom Schüler, der das macht, was wir halt einfach nicht die ganze Zeit tun können, ihn motiviert mit altersgerechten Informationen, individualisiert mit dem Rauchen aufzuhören. Also quasi eine Quit-App für Jugendliche und junge Erwachsene, die im Moment sehr, sehr beliebt ist und sehr, sehr oft runtergeladen wird. Wie viele Studenten hast du inzwischen in deinem Netzwerk? Wie viele Satelliten gibt es schon von euch? Also in Deutschland sind wir 1.000 bis 1.500 Medizinstudierende, die sich ehrenamtlich engagieren. Weltweit über 2.500. Also wir haben in Deutschland gestartet, sind dann über Österreich und die Schweiz gegangen, also deutschsprachig, und haben es dann auf Englisch übersetzt und jetzt sind jetzt sogar im Sudan, in Bangladesch. Also wir sind jetzt auf fast allen Kontinenten, bis auf Antarktika und Ozeania. Da ist aber auch nicht das maßgebliche Thema, sondern globale Erwärmung. Das heißt also, dein Angebot steht, du bist heute hier, das ist toll, dass du die Zeit nimmst, dafür freigenommen hast und nutzen Sie die Erfahrung, die sozusagen in dem Interdisziplinären ist, weil nach wie vor sozusagen die ärztliche Autorität was zählt, bei Schülern, auch bei den Eltern, und wenn da, und das ist der positive Nebeneffekt, wenn Medizinstudenten oft Kontakt hatten, auch mit Schulformen, wo sie selber nicht waren, dann haben die viel eher später auch die Möglichkeit, mit diesem Thema anders umzugehen. Die haben eine andere Art, wo die Patienten von später herkommen und wie wichtig Prävention ist. Deswegen Hut ab vor dem, was du geleistet hast. Dankeschön. Ich muss leider noch zu einem Kongress, wo es um die Ausbildung der Mediziner geht. Deswegen zische ich jetzt. Maria Blei vertritt mich sozusagen, wenn Sie Fragen haben zu dem, was hier möglich ist, und vor allen Dingen, wenn Sie gute Ideen haben, in welche Richtung wir zusammen mit der Krebshilfe und der BZGA diese Integration von neuen Medien bei B-Smart on Start voranbringen können, dann bitte nehmen Sie diese beiden zusätzlich zu den Ihnen Bekannten. Ich habe auch auf der Bühne in meinem neuen Bühnenprogramm eine Nummer übers Rauchen, wo ich dann sozusagen den Verlust an Lebensjahren mit dem ganzen Publikum mit so Zollstöcken mache. Und ich kann Ihnen sagen, das ist wirksam. Denn gehen Sie mal zu IKEA, klauen sich da mal von diesen 100 Zentimeter Linealen, diesen Papierlinealen, so einen ganzen Bündel, und dann können Sie 2 Jahre mit unterrichten. Es geht dann so, vielleicht könnten wir das auch herstellen, dann bin ich nicht so in meiner kriminellen Energie. Das ließe sich auch herstellen und wir stellen Ihnen das zur Verfügung, das wollte ich sagen. Und dann ist es wirklich eindrücklich, gerade wenn man das auch mit Eltern macht, wenn man sagt, so, 100 Jahre ist unrealistisch, hier bei 80 breche ich ab. Wie alt bist du schon? Aha, 45, dann breche ich das hier ab. Und du spielst sozusagen, und dann wird einem plötzlich klar, es geht wirklich dann, je nachdem, in welcher Altersphase man das macht, um einen vehementen Teil, einen wirklich essentiellen Teil des Lebens. Und dann wird das plötzlich anschaulich, wenn man das in der Hand hat. Also nutzen Sie Visualisierungsmöglichkeiten, auf die Sie vielleicht schon gestoßen sind, aber trauen sich noch mehr davon zu machen. Als Dankeschön
gibt es CDs und DVDs, wo diese Nummer über das Serotonin und das Rauchen drin ist. Und die können sich auch diese Geschichte mit dem Pinguin anschauen. Weil der Pinguin ist meine wahrscheinlich erfolgreichste Geschichte, ist 100.000 Mal bei YouTube auch gelaufen. Der Pinguin sagt im Prinzip das, was wir über Peer Groups wissen, nämlich du bist nicht nur Opfer deiner Statur. Der Pinguin, der auf dem Felsen steht, der macht so tapplige Schritte und man denkt, was hat sich der liebe Schöpfer dabei gedacht? Zu dicker Bauch, keine Flügel und dann fehlen auch noch die Knie. Ist ja voll die Fehlkonstruktion. Und dann springt der Pinguin ins Wasser und in seiner Umgebung blüht er auf. Die Geschichte geht ein bisschen länger, hat noch viele andere sozusagen subtile Botschaften. Nutzen Sie die, Sie können die gerne weitererzählen. Noch lieber ist mir, wenn Sie die Quelle nennen. Aber das ist mir egal, gute Geschichten sind zum Teilen da. Und diese Geschichte macht vor allen Dingen auch den Schülern, die sich immer sozusagen, hier sind ja auch welche Inklusionsbotschafter in dem Bereich, funktioniert ja auch toll, mich zu sagen, finde deine Stärken, gucke, wo du das, was an dir angelegt ist, zum Blühen bringst und oft liegt es nicht an dir, sondern liegt an der Umgebung. Und genauso wie es mit rauchfreien Umgebungen ist, gelungen ist, viele Menschen davon abzuhalten, überhaupt anzufangen oder es weiterzumachen, können wir so sozusagen diese Botschaften streuen, dass sie irgendwann so bekannt sind, dass man denkt, ich brauche das gar nicht. Herzlichen Dank.